immer mehr Leute lesen Biblia Demokratica und jetzt bekomme ich schon fast im Stundentakt Anfragen, wie das gemeint ist mit dem Tag der Auflösung. Das ist ja unser großes Ziel hinsichtlich Demokratie. Ein Pfeiler in unserem aktiven Bewusstsein, höhere Demokratie neben moderner Spiritualität. Den zwei meist vernachlässigten Themen überhaupt seit 2000 Jahren. Und der Tag der Auflösung betrifft die integrale Partei. Die integrale Partei ist ein Konzept, das in Biblia Demokratica vorgeschlagen wird. Und der Sinn dieser Partei ist es, eine Mehrheit zu erringen und im Besitz dieser demokratischen Mehrheit Verfassungsänderungen dahingehend vorzunehmen, dass die integrale Partei alle anderen Parteien verbietet und letztendlich auch sich selbst wegrationalisiert. Wir sind nämlich der Meinung, dass politische Parteien Mafiastrukturen sehr ähnlich sind und aufgrund ihrer internationalen Verflechtung und Organisation tatsächlich die Weltherrschaft anstreben und heute im Zeitalter des Internets und der Globalisierung besonders manipulativ und neufaschistoid agieren. Wir brauchen keine politischen Parteien. Das heißt, nachdem die adeligen Könige, Kaiser abtanken mussten nach dem Ersten Weltkrieg, zumindest ihre Macht abgeben mussten an Parlamente, ist es verabsäumt worden, da wirkliche Demokratien zu installieren, also dort, wo das Volk sich selbst beherrscht, wie jetzt zum Beispiel die Eidgenossen ja in ihren Grundstrukturen haben, wie es in den früheren Kulturen, in einfacheren Kulturen gewesen ist, nämlich wo die Leute mehr oder weniger zusammensitzen, im alten Griechenland, das alte Rom, bis zu Augustus war diesbezüglich konstituiert, hatte damals auch viele Millionen Einwohner. Warum sollte es heute nicht gehen? Über einen Volkstribunat, wo Abgeordnete direkt aus dem Volk gewählt werden, also keine Berufspolitiker, die da schon verflochten sind und ganz andere Dinge, also Parteiinteressen im Sinn haben und Machtinteressen, Korruption und eigentlich kaum das Volk. Das zeigt die Praxis. Deshalb haben wir immer wieder Revolutionen, deshalb haben wir immer wieder große Kriege und da werden wir hineingetrieben. Wir sehen es jetzt wieder mit diesem Ukraine-Krieg. Ja. Ich neige ja schon dazu zu sagen, die Wahrheit ist das Gegenteil. Ja. Und diese Fake News und diese ganzen manipulativen Geschichten, ja, und die Menschen immer auspressen. Hier in Costa Rica sehen wir, wie wenig es braucht, ja, wie wenig Stress es in der Schule braucht, um ein gutes Leben zu haben. Llegó lo que todo el mundo estaba esperando. El sonido de Joe. De Joe. La voz de Chechi Malti, Plan B. El dúo del Der Tag der Auflösung ist der Moment, den wir heute schon feiern. Wir feiern ihn, weil wir ihn herbeisehen, wie vielleicht die Christen die Apokalypse, ja, den letzten Tag. Genauso sehnen wir den Tag der Auflösung herbei. Nämlich dann, wenn die volldemokratische Republik institutionalisiert ist, gefestigt ist, das Beamtentum bleibt gleich. Ja. Es ist nur die Gesetzgebung anders. Wir haben eh schon so viele Gesetze, was brauchen wir da? So viele neue Gesetze. Es wird geben einen Volksentscheidkatalog, wo die Menschen gleich viele Volksentscheide auf einmal treffen können, hinten gleich reinschreiben können, welche Volksentscheide sie im nächsten Volksentscheidkatalog vermerkt haben wollen. Es geht dann auch nicht mehr um eine Quantität, ja, der Demokratie, also dass möglichst alle ihre Stimme abgeben, sondern wer zu einem Thema nichts weiß oder sich nicht
oder sich nicht kompetent fühlt, lässt es einfach weg. Ja. Dadurch steigt auch, also im Vordergrund steht die Wahlqualität. Ja, und das Leben, das demokratische Leben, beginnt dann mit dem ersten Höhepunkt, mit einer großen Feier, dass sich die integrale Partei selbst auflöst. Sie hat ihre Arbeit vollrichtet, wie ein Manager, der einen Betrieb wieder auf gesunde Beine stellt, und der bleibt dann nicht sitzen, sondern rationalisiert sich am Ende selbst weg und sucht sich einen anderen Job, und wird dann nicht mehr gebraucht. Wenn alle Parteien aus dem Parlament vertrieben wurden auf legaler Ebene, dann gibt es noch ein paar Dinge zu realisieren und zu überwachen, und dann sagt die integrale Partei als letzte existierende Partei Ade. Und das wird heute schon gefeiert. Wir feiern es einmal im Monat, das ist der Tag der Auflösung, und an diesem Tag, das ist der erste Sonntag in jedem Monat, an diesem Tag beschwören wir unser Versprechen, dass es, wenn es soweit ist, dass die integrale Partei nur noch, also wenn sie gewählt wird, wenn sie die absolute erreicht und alle Parteien auflässt, dass sie sich dann auch selbst auflöst. Das ist das große Versprechen, das wir heute schon beschwören, dass wir feiern, Monat für Monat. Und das ist das ganz große Versprechen, das wir den Menschen geben. Und eben, um dann die Staatsgeschäfte tatsächlich direkt in die Hand der Menschen zu legen, die dann entscheiden, einfach nur mit ihrer Stimme, neben dem weiter existierenden Beamtentum. Und es gibt dann noch Feiertage, integrale Feiertage, die wir begehen. Und ja, ein volldemokratisches Leben, ein volldemokratisches Gemeinschaftsleben. Und ein großer Event, beziehungsweise der allergrößte Event, ist der Tag der Auflösung. Sonido de show, de show, la voz de Chechi Maldi, Plan B, el dúo de Sans, de chamaquitos, atiendan la clase, que llegaron, donde está se murieron, desaparecieron, trataron de tumbarme, pero sigo con el plante. Temblar el choli cuando se trepe el...